Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Pokémon Schwert. Lange ist es her, dass wir es gespielt haben, aber wir werden es jetzt auf jeden Fall in den nächsten 3 Monaten ein bisschen öfter spielen, beziehungsweise dann, wenn es soweit ist. Und zwar werden ja jetzt Online-Turniere abgehalten, wo man die 3 legendären Vögel Arctos, Zapdos und Lavados bekommen kann. Als erstes wäre Arctos dran. Und ich möchte mich jetzt schon mal für das Turnier registrieren, denn ab heute ist dies ja möglich. Das werden wir einfach mal schnell machen. Ja klar. Es kann jetzt also kein weiterer Nutzer, wenn ich mich jetzt registrieren würde, auf dieser Konsole dran teilnehmen. Das ist mir ja diesbezüglich Schnurz. Perfekt. Registrierung ist erfolgreich gewesen. Und jetzt heißt es natürlich, das Team vorbereiten dafür. Auf jeden Fall möchte ich meinen Nachtara mit dem Team behalten. Dazu müsste ich mir vielleicht mal würde ich mein Team so behalten wollen? Ich glaube ja. Meiner Meinung nach kann ich auch 2 legendäre Pokémon mit dabei haben. Ich muss mal gucken, wo ich hatte da mal so eine Liste über die Pokémon gehabt. Ne, das nicht. Finde ich hier gerade in die aktuellen Dings nicht. Weil wenn ich beide drinnen behalten darf, dann würde ich die beiden gerne dementsprechend trainieren. Auf jeden Fall Nachtara. Nachtara ist mir ganz wichtig. Habe ich hier eigentlich auch die Richterfunktion drin oder habe ich die bloß im Pokédex? KP und Verteidigung jeweils so hoch. Ich weiß gar nicht, wo ich. Ah! Okay, hier kann ich zwar was wechseln, bringt mir aber nicht viel. Wo habe ich denn die verdammte Richterfunktion? Hier habe ich die überhaupt freigeschaltet? Ach da, guck mal. Exzellentes Potenzial. Dazu mein exzellentes Potenzial. Wenn ich die anderen noch hochkriege, bin ich sogar gut. Großes Potenzial, großes, akzeptables. Okay. Sehr großes Potenzial. Also mein Nachtara ist ja schon ganz gut da drin, ne? Ach ja. Gibt ja immer noch ein paar legendäre, die wir fangen müssen. Warum habe ich das eigentlich nie gemacht?
Okay, aber dennoch. Wo ist das mit dem. Wo ist der Beitrag mit den. Mit den Dings? Ich finde den Beitrag gerade nicht. Ich finde diesen ollen Beitrag gerade wirklich nicht. Oder habe ich den im PokéWiki gesehen? Es geht mir lediglich um. Irgendwo muss doch der Beitrag sein. Im Schwert und Schild drin. Ich finde diesen neuen Beitrag nicht mehr, den ich damals gesehen hatte. Aber wenn ja, würde ich gerne das Team, was ich hier habe, mit drinne behalten. Und einfach nur trainieren. Dieses Reflex hat ja bis auf die KP sensationelle Werte. Cool. Ob ich das gegen Dings austausche? Gut, aber wo ist jetzt dieser blöde Artikel? Ich finde gerade wirklich diesen Artikel nicht mehr. Kann wohl nicht so schwer sein, diesen Artikel nochmal wiederzufinden. Tja. Ich finde die wirklich gerade nicht. Schade. Auch nur raten, welche Pokémon gerade dementsprechend mal gucken, ob ich im Forum was Besseres finde. Natürlich nicht. Tja, da kann ich machen, was ich gerade will. Ah, guck mal, ich glaube, da war's. Da habe ich was gesehen. Genau die Liste will ich. All Pokémon in Galadex Nummer 1 bis 400, ja, Rüstungsdecks und Schlägerne der Krone Rüstungsdecks. Das
sind einsetzbar, solange sie im Pokémon-Spiel geschickt gefangen sind, geschlüpft sind oder durch Pokémon verschenkt wurden. So. Erlaubte Giga-Dynamax. Pro Team dürfen sich zwei der folgenden legendären Pokémon im Team befinden. Mewtwo, Lugia, Oho, Kyogre, Rodan, Quasar, Diagel, Palkia, Giratina, Reshiram, Zekrom, Kyurem, Xerneas, Yveltal, Zygarde, Cosmog. Ah, okay, das darf ich schon mal drin haben. Gebannte Pokémon. Teraora dürfte ich also nicht, mehr Metall auch nicht, schade eigentlich. Aber demnach dürfte ich keines der Vögel drin haben. Okay, dann nehme ich dich mit. Schade eigentlich. Aber dafür darf ich Griffex mitnehmen, als Giga-Dynamax-Pokémon. Habe ich irgendwas um dein Dynamax-Level? Aber das würde, glaube ich, nichts bringen. Okay. Da muss ich aber euch noch ein bisschen trainieren. Jetzt muss ich erstmal wieder reinkommen in das Spiel. Also, warte, lass mich die Karte öffnen. Wir werden in die Naturzone fliegen. Und dort ein paar EP-Bonbons farmen. Und wo wir eigentlich schon mal dabei sind. Neuigkeiten aus der Naturzone. Ist da irgendwo was? Da. Ah, wenn ihr gerne als Chaos würde ich jetzt einfach ein Pokéball drauf werden. $2000. Oh, was haben wir denn da? Pokémon. Dürfte nur Typ normal sein. Sieh mal an. Steinheil, Kirsche. Nee, wir suchen Mitspieler, wenn wir schon hier sind. Suchen wir auch mal ein paar Mitspieler. Offscreen werde ich wohl meine Pokémon noch ein bisschen mehr trainieren müssen. Hey, aber immerhin vom Sterne-Raid. Jetzt heißt es warten. Abwarten und Tee trinken. Obwohl, warte mal. Suche fehlt denn?
Dyna Raid. Sind sie doch. Mal gucken, ob ich noch 3 Turn teilnehmen kann. Verdammt. Ach komm, was soll's, wir warten. Level 60. Nee, ich würde gerne hier mit meinem Nachtara weiter antreten. Dieses Gewarte immer. Ja, wir sind schon eine. Aber mit nur 1 Mitglied noch. Ich weiß nicht. Tüche Knie. Zuflucht Mondschein. Das sind alles Unlichtattacken. Warten wir jetzt noch? Naja, 30 Sekunden können wir ja ruhig noch warten. Meistens ist es ja so, dass in den letzten paar Sekunden noch welche joinen. Aber diesmal wohl eher nicht. Dann muss es ohne gehen. Na dann. Finster Aura. Ich hasse diesen Schutzschild.
Ein fettes Obdruck, ne? Ja. Ja, steckt der Verteidigung auch noch. Er setzt auf die Giga Dynamax. Zumindest auf Dynamax. Dynafaust. Kugel. Lol. Ist zumindest schon mal im gelben Bereich. Volltreffer. Lol. Du kannst auch einen Treffer machen? Cool. Trotzdem zu zweit geschafft, finde ich geil. Hätte auch schief gehen können. Natürlich wollen wir es sagen. Und ein Pokéball? Nee. Wenn wir noch den Meisterball über. Herkommen! Und? Also L2-mal, XL2-mal, Dynamax-Bonbon habe ich auch zweimal. Ui, ich wusste, dass ich dich noch nicht habe. Nein, brauche ich nicht. Halt. Habe ich die Dynamax Bonbons? Ich habe noch Aprikokus.
Richtstein habe ich auch nur. Münzen, haufenweise Münzen. Eine Fame Disc. Was ich hier nicht nur alles habe. So, und wo sind meine Dynamax-Bonbons? Oh, ein paar Sonderbonbons habe ich auch noch. Da. Fischkettenfest habe ich auch dazu gekriegt. Und Nidoking bekommen. Oh, du müsstest das haben, damit auch im 70er Bereich landest. Nice. Ich hab doch auch Dynamax-Bonbons gekriegt. Wo sind die hin? Da. Cool. Hat sie alle gekriegt. Das ist voll. Das hat keine Wirkung. Gehen wir gleich alle. Ah, man lernt immer wieder Neues dazu. Necrolun, Necrosol, Wahrheitsspiegel. Ich würde sagen, zum Abschluss und Sneebel. Ich hab ihn noch nicht. Random Hyperball. Hätte ja klappen können. So, du wirst ja getroffen. Nicht effektiv. Zuflucht. Du brauchst ein paar bessere Attacken. Es klappt nicht so wie in Legend Arceus mit den random Hyperbällen. Ich muss nach Tara unbedingt ein paar bessere Attacken beibringen. Finsteraura ist ja noch okay. Aber die anderen beiden da unten. Lol. Oh nee. Ich hätte gerne ein bisschen Sonnenschein. Ich wollte nicht unbedingt jetzt hier im Regen campen.
Hab ich noch ein paar Flottbälle? Wow! Das war ein super Fang. Die Superfänge kriege ich ja so selten hin. Kraftwurzel. Ich muss doch hier irgendwo... mal besseres Wetter sein. Hier ist nur bewölkt. Oder zum Schluss gehen wir nochmal campen. Wo hab ich das? Da. Alle drei zu. Warte mal, Spielzeug wechseln. Hol ihn nach Tara. Na, wer hat die? Jetzt mal eine Weile rumlaufen. Schnapp's dir. Ja, Wolverock hat ihn. Naja, typisch schon, ne? Okay. Wir wollen jetzt aber noch ein bisschen kochen. So, was machen wir denn? Wir kochen uns auf jeden Fall ein leckeres Curry. Das werden wir nehmen. Habe ich bloß noch diese Beere? Eine eher seltene Beere. Beim Essen prallen ihre süßen und pikanten Aromen im Mund aufeinander. Ich werde noch ein paar Beeren. Sie verfügt über ein unerhört scharfes und bitteres Aroma, doch dafür beinhaltet sie eine Fülle verschiedener Nährstoffe. Nicht schlecht. Wir kochen einfach alles zusammen, was wir hier haben. Ich hab schon ewig nicht mehr vor.
Hauptsache, es schmeckt euch. Scharfes Frittiercurry. Patinaraya. Schön, dass es euch gut geht. Gut, aber mit diesem netten Ausblick hier auf unser Pokémon, wie wir beim Captain sind, wünsche ich euch. Nein, Quatsch. Ich war schon wieder weiter. Ja, schön, dass ihr erstmal mit dabei gewesen seid. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Würde mich sehr freuen. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, gerne auch ein Abo da lassen. Kostet natürlich nichts. Vergesst dabei aber nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Pokémon Schwert wieder, wenn wir uns dann am Turnier wagen. Ich muss nämlich insgesamt 3 Kämpfe machen. Davon muss ich noch nicht mal gewinnen. Aber ich muss an 3 Kämpfen teilnehmen, um Galaarctos bekommen zu können. Ansonsten kommt ihr links noch zu einem weiteren Video und rechts wieder mit zur Playlist des Projektes. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag bzw. wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.